Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute ist der 14. Sonntag im Jahreskreis und das Thema an diesem Tag lautet Gottes Boten. Das bedeutet, wahre und falsche Propheten, die von Gott gesandten Propheten führen den Menschen auf den rechten Weg. Um es besser verständlich zu machen, hören wir heute eine Lesung aus dem Buch Ezechiel, Kapitel 1, Vers 28, Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Lesung aus dem Buch Ezechiel. In jenen Tagen, als ich die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn sah, fiel ich nieder auf mein Gesicht, und ich hörte, wie jemand redete. Er sagte zu mir: Stell dich auf deine Füße, Menschensohn, ich will mit dir reden. Als er das zu mir sagte, kam der Geist in mich und stellte mich auf die Füße, und ich hörte den, der mit mir redete. Er sagte zu mir: Menschensohn, ich sende dich zu den abtrünnigen Söhnen Israels, die sich gegen mich aufgelehnt haben. Sie und ihre Väter sind immer wieder von mir abgefallen, bis zum heutigen Tag. Es sind Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst zu ihnen sagen: So spricht Gott der Herr. Ob sie dann hören oder nicht, denn sie sind ein widerspenstiges Volk. Sie werden erkennen müssen, dass mitten unter ihnen ein Prophet war. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Schwestern und liebe Brüder, Ezechiel wurde zu Menschen mit trotzigem Gesicht und hartem Herz gesandt. Für diese Aufgabe ist er nicht zu beneiden. Wenn wir vor Menschen reden sollen, ihnen etwas übermitteln sollen und sehen nur in Gesichter, die zu sagen scheinen, was will denn der eigentlich? Ich hoffe, mir geht es heute nicht so. Die Zeit heute scheint sich nicht mehr für Gott zu interessieren. Sie nimmt ihn nicht mehr wahr. Die Gedanken der meisten sind: Wer Christ sein will, der kann es gerne sein. Das ist jedem dann sein Privatvergnügen. In der Öffentlichkeit entsteht immer mehr das Bild: Religion hat etwas mit Dummheit zu tun, mit unvernünftigen Aussagen, und Gleichgültigkeit tut man sich schwer. Im Alten Testament schickt Gott Propheten zu seinem Volk. Zu der Büchergruppe des Alten Testamentes gehören die vier großen Propheten: Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Daniel. Unter die 12 kleinen Propheten: Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Sophania, Haggai, Zachariah und Malachi. Die kleinen Propheten werden zusammengefasst auch als 12 Prophetenbuch bezeichnet. Es macht aber keinen Spaß, Prophet zu sein. Es brauchte viel innere Kraft, um sich gegen den gegenwärtigen Trend aufzustellen. Zum Beispiel,
dass du Gott mehr zählt als all das, was von Menschen als alternativlos dargestellt wird. Dann kommt Gott und stellte sich diesen Widerspruch. Gott sagte, stell dich auf die Füße. Wären wir bereit? Das Entscheidende ist immer, wie tief unsere Verwurzelung im Glauben ist. Gott spricht zu uns auch gleichzeitig. Fürchte dich nicht vor ihnen. Habe keine Angst vor ihren Worten. Oft fehlt uns der Mut, klare Worte zu sagen. Dazu müsste schon etwas von einem Propheten in uns sein. Propheten sprachen vielleicht in Bilder, aber nie um den heißen Brei herum. Sie sagten, dass etwas gut war, wenn es tatsächlich gut war. Sie sprachen aber auch Missstände direkt und schonungslos an. Sie waren tatsächlich nicht beliebt, denn ein Sprichwort sagt, wer die Wahrheit sagt, den jubelt kaum jemand zu. So war jemand wie Jesus auch nicht beliebt in seiner Heimat. Die Aussage der Menschen war, er ist ja nur ein Zimmermannssohn und seine Mutter eine einfache Frau. Ich muss jemand zuerst etwa zutrauen, bevor ich ihm vertrauen kann. Gott sagte ja, Menschensohn, stell dich auf deine Füße. Woher erkennen wir, ob ein Prophet im Namen Gottes spricht? Ein falscher Prophet wird uns immer Recht geben in unseren falschen Verhalten. Die von Gott gesandten Propheten versuchen, den Menschen wieder zu Gott zurückzuführen. Jesus ist mehr als ein Prophet. Er ist der Sohn Gottes. Doch Jesus will niemand zum Glauben zwingen, sondern seine Zuhörer einladen und überzeugen. Genau solche Leute brauchen wir dringend. Menschen, die uns offen sagen, was Sache ist. Menschen, die auch, was unsere Kirche angeht, klar benennen, wo wirklich das Evangelium gelebt wird. Das ist die Herausforderung in unserer Zeit. Es ist unsere Aufgabe, den Glauben glaubhaft zu leben. Wir Menschen sind von Gott gesandt, auch für solche, die uns mit Gesichtern der Gleichgültigkeit begegnen. Dann sollten wir sagen, so spricht der Herr, ob sie hören oder nicht, das liegt nicht mehr in unseren Händen. Deshalb ist die Gemeinschaft im Glauben so wichtig. Klarheit ist ein Merkmal des Prophetischen. Es ist die Klarheit, die Eindeutigkeit, die von Gott kommt. Gott hat uns Prophetinnen und Propheten geschickt, die uns immer wieder an unseren Glauben erinnern, uns neu zum Glauben motivieren. Bitten wir Gott, dass er unseren engen Grenzen weitet, sodass wir mit immer neuen Augen sehen. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Im Religionsunterricht fragte der
Lehrer die Klasse. Wird bei euch zu Hause gebetet? Darauf meldet sich Markus. Nur im Herbst, wenn es die Pilze zum Essen gibt, die unser Papa selbst gesammelt hat. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss! Thank you.